Und erneut heiße ich euch willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Backup-Video. Ja, ich war mit meinem Bruder auf dem Flohmarkt und es kam alles anders als geplant. Warum? Das erfahrt ihr gleich, während ich mir nochmal einen Schluck Tee reinpfeife. Heute am Sonntag hatte ich eigentlich vor, einen meiner, fast Lieblingsflohmärkte zu besuchen mit meinem Bruder. Wir sind früh losgefahren. Ich habe auch noch mal auf den Kalender geguckt, das Datum stimmte. Also sind wir hin und dann kommen wir hin, Parkplatz leer. Ja, was ich zwar mitbekommen habe, aber nicht so registriert war, in der Stadt ist ein Marathon geplant gewesen. Und aufgrund dessen wurde kurzfristig der Flohmarkt um eine Woche verschoben. Das heißt, nächste Woche werde ich mal gucken, ob ich da was finde. Also in dem Sinne waren wir auf dem leeren Flohmarkt. Ja, wenn ich das eher gewusst hätte, hätte ich einen größeren Möbelhaus-Flohmarkt besucht. Da wären wir ein bisschen länger unterwegs gewesen. Da jetzt nochmal hinzufahren, hatten wir irgendwo auch gar keine Lust. Vor allem, weil wir noch einen zweiten Flohmarkt geplant hatten, der ein bisschen in der Nähe war. Ein Familienflohmarkt in einem Dorf unweit meines Heimatsortes, meiner Wohnung. Ja, und da sind wir dann hingefahren. Und da sind wir dann auch fündig geworden, aber auch nicht wirklich viel, weil es war wirklich viel Klamotten und er war doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Aber wir haben ein bisschen was gefunden und ihr denkt, ach, das wird nur kurz. Nein, ich habe noch ein bisschen mehr zu zeigen, denn am Samstag waren auch zwei Flohmärkte. Dazu komme ich aber gleich nochmal, denn das war auch eine echte Überraschung. Und fange ich an mit dem Teil, ich habe das auch erst separat liegen, was ich jetzt gefunden habe. Ja, auf dem kleinen Familienflohmarkt heute. Also der ging so um 9 los. Wir waren natürlich beim anderen Flohmarkt etwas eher. Aber wie gesagt, die Zeiten stimmten nicht. Also haben wir nur 20 Minuten warten müssen. Obwohl das war so ein Flohmarkt, wo man wirklich erst ab 9 wirklich da sein konnte. Da fingen dann die Kinder aufzubauen und so ein paar. Also ich war eine halbe Stunde eher da und trotzdem war noch alles am Aufbau. Ja, ein bisschen mehr länger warten hätte auch nicht viel gebracht, weil im Endeffekt, was kommen noch hinzu? 2 oder 3 Stände, wirklich. Das war schon so, dass man ein Gefühl hatte, da kommt nicht viel mehr. Aber egal, ich sag ja, wir haben trotzdem was gefunden. Den Anfang mache ich bei einem Stand, wo ich so ein paar Dinge gefunden habe, die mal ein bisschen anders sind. Und zwar beim ersten habe ich Gläser gefunden. Beim Stand. Die gab es zusammen für 4 Euro. Man wollte erst 3, aber durch das Gespräch davor und durch eine andere Sache habe ich gesagt, komm, ich gebe da 4 Euro für. Das sind 6 Schlümpfegläser mit 6 verschiedenen Motiven. Die gab es wohl mal zum Kinofilm Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Der lief bei uns auch wohl, glaube ich, im Kino. Das ist ein Animationsfilm, ein richtig guter Film, kann mich auch nur empfehlen für Kinder. Ja, und diese Gläser, die 6 verschiedenen Motive, gab es nur an der Tankstelle zu irgendeinem. Entweder konnte man die kaufen mit irgendwas Besonderem zusammen oder so weiter. Oder wenn man getankt hat, so ein bisschen eine entsprechende Menge. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich sie mitgenommen. Steht jetzt hier, glaube ich, auch die Tankstelle nicht drauf. Es steht wirklich nur Die Schlümpfe. Ich zeige jetzt das einmal kurz so in die Kamera. Ihr seht hier mit Papa-Schlumpf oder großer Schlumpf. Wie auch immer. Hier einmal ohne Schlümpfe-Logo und einmal mit Die Schlümpfe-Logo. Ja, so mehr Whisky-Gläser kann man sagen, aber es sollen Kindergläser, denke ich mal, sein eher. Ja, also diese 6 Gläser gab es eben halt mit Schlaubi, mit verlorenen Dorf treffen sie eben halt die weiblichen Schlümpfe. Jetzt habe ich die nicht so alle drauf, aber auf jeden Fall Schlumpfine. Das könnte Clumsy sein und Gargamel. Also diese ganzen. Hätte man doch an die Seite machen, weil ich habe zu viel zu zeigen. Wie gesagt, die gab es für 3 Euro und ich fand die ganz witzig. Und wenn ich was witzig finde, nehme ich es mit einfach. Ja, dabei weiter gab es noch 2 andere Sachen. Dafür habe ich dann insgesamt 6 Euro bezahlt. Also insgesamt habe ich 10 Euro dagelassen am Stand. 2 Dinge, im Endeffekt fast doppelte Sachen, aber irgendwie habe ich sie mitgenommen, weil ich es interessant finde und man sieht sie nicht so oft. Eine Scooby-Doo-Brieftasche. Habe ich gleich 2-mal mitgenommen, also in dem Sinne auch noch zielt.
Und wird mich, das werde ich wahrscheinlich auch nicht behalten, aber es ist so lustig, dass ich es mitgenommen habe. Werde ich entweder ja, weitergeben oder vielleicht nimmt mein Bruder eine Brieftasche der Scooby-Doo-Fan. Und was ich auch mitgenommen habe zum 20-jährigen Sailor Moon Jubiläum, zu Sailor Moon Crystal, zwei, so, ich glaube, das sind Blöcke, not for sale steht hier. Keine Ahnung, wo die herkommen. Einmal mit diesem Motiv und einmal mit diesem Motiv. Und hier hinten steht einmal Sailor Moon und da steht ein 20-jähriges Jubiläum. Hier steht das auch nur Sailor Moon Crystal. Ja, wie gesagt, mit den zwei Motiven, ich fand es ganz witzig. Sieht man auch nicht alle Tage und ich weiß ja, es gibt Sailor Moon Fans und deswegen habe ich sie jetzt einfach so mitgenommen. Ich denke, das sind Werbemerchandise-Teile, genauso wie die hier, irgendwo so Werbung. Und weil sowas relativ selten ist, nehme ich sowas dann gerne mit. Ist auch mehr so ein Lenticular-Cover hier auf dem auf der Brieftasche, so ein bisschen so zwei Motive, die durchwackeln. Das kann man jetzt hier aber wohl irgendwie nicht ganz so sehen, da es gestellt wird. Richtig cool. Ich fand es nicht schlecht. Ja. So, dann habe ich an einem anderen Stand, das gebe ich mal so, zwei Sachen noch gefunden. Das habe, da habe ich insgesamt 4 Euro für bezahlt. Ein 3-Fragezeichen-Roman habe ich mitgenommen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn nicht schon besitze. Ich habe meine Sammlung geguckt, aber irgendwie habe ich nicht gesehen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich besitze ihn schon. Egal, er ist im sehr guten Zustand. Ein bisschen Staub war gerade eben noch dran, kein Name reingeschrieben, nichts. Und zwar die 3 Fragezeichen und der Eisenmann, warum als genau 10 Jahre alt mittlerweile. Aber keine schlechte Geschichte, ist auch als Hörspiel umgesetzt worden inzwischen. Ja, der sollte 3 Euro kosten und dann wollte man, habe ich da Schlümpfe-Figuren gefunden und irgendwie gab pro Schlumpf eben 2 Euro und ich habe jetzt einen mitgenommen. Dadurch, dass ich das gebundelt habe, habe ich 1 Euro bezahlt. Und zwar einmal Babyschlumpf mit Teddy. Ich fand den so süß und ich habe irgendwie mehrere Babyschlumpf-Figuren inzwischen. Das ist auch so eine, schon mit noch eine Gummifigur gefühlt, nicht eine aus Plastik. Es gibt auch welche, die mittlerweile Plastik sind. Ja, passt ja ganz gut zu meinen Schlümpfen, die ich ja hier angesammelt habe. Gut. Das letzte, was ich dort gefunden habe auf diesem Familienflohmarkt, war bei einem, der hatte ja mehrere Medien. Also es gab sonst so gut wie nichts an Spielen. Es war sehr kinderfreundlich. Es gab zwar Brettspiele und solche Sachen, aber dann eben halt so Siedler von Catan Junior oder ja, eben halt viel Kinderklamotten. Ne? Ist auch in Ordnung. War natürlich dann nicht meins und doch gab es da einer, der hatte Medien. So, da habe ich als erstes CDs entdeckt, beziehungsweise es lagen auch DVDs da. Der war großer Bud Spencer und Terence Hill Film oder Fan. Deswegen waren da viele Bud Spencer und Terence Hill Filme auf DVD. Ja, gute Filme, die ich auch aus meiner Kindheit kenne, aber die gibt es mittlerweile auf Blu-ray. Und deswegen hätte ich sie nur mitgenommen, wenn sie auf Blu-ray gewesen wären. Dennoch lag da ein Soundtrack dabei. Und er wollte pro Medium immer nur 1 Euro haben. Da habe ich dann auch 4 Sachen mitgenommen. Das 5., was ich gerne mitgenommen hätte, ging nicht. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber ja, wie 1 Euro, da habe ich dann auch nicht gehandelt. Und zwar gab es für 1 Euro von Oliver Onions eine Greatest Hit Bud Spencer und Terence Hill. Das scheint aus deren Musik zu sein. CD ist auch im schönen Zustand, alles. Ich sehe nur gerade ein paar Fingerabdrücke auf dem silbernen noch. Das muss ich nochmal wegwischen. Das war es aber auch. Wie gesagt, das habe ich mitgenommen. Dann, das werde ich aber auch weitergeben. Aber sieht man trotzdem nicht so oft. Interessanterweise hat jemand die Jahreszahl aufs Cover und auf die CD geschrieben von 1987 zu dem Film Over the Top. Also der wird mich auch verlassen, da ich da, aber da die so selten sind und jeweils Stallone und das so ein Sammelobjekt ist, habe ich gedacht, nehme ich es mit. Ja, dann habe ich hier für 1 Euro gab es 3 Filme von Pokémon. Ist auch keine Box, die so selten ist. Also hier sind der Zoroark, Schwarz und Weiß, die 3 Filme enthalten. Also sind auch 3 DVDs. Genau, 3 DVDs. Und ja, wird so um 10 Euro gehandelt. Und für das werde ich es auch wohl wieder abgeben dann. Ja, ist jetzt nicht das, was ich jetzt sammle, aber für den Kurs habe ich gedacht, nehme ich es mit. Ist auch gute Tauschware, sagen wir es mal so. Und dann lagen da noch 2 Spiele. Ein Spiel hätte ich gern mitgenommen, und zwar für den 3DS. Und zwar Pokémon Mystery Dungeon.
Pokémon, sagt ihr, warum lässt du es liegen? Ja, weil das Modul fehlte. Und was soll ich das, nur die leere Hülle mitnehmen ohne Modul? Das brachte mir nicht wirklich viel. Hatte ich erst überlegt, ihn zu fragen, aber ja, der kam von etwas, weiß ich nicht, weiter aus dem Dorf und ich wusste nicht, wo das wäre und dann habe ich auch nicht weiter nachgefragt. Ansonsten hatte er noch dabei für die Wii, das einzige Spiel, was ich da auch gefunden habe, Pirates of the Caribbean von Lego, in einem sehr guten Zustand, alles wirklich sehr gut. Und ja, das hier übrigens ist nicht die Edition, denn das ist meine, die aus meiner Sammlung, die ausgetauscht wurde, die ist in einem ganz minimal schlechteren Zustand. Naja, eigentlich auch nur zwei Knicke mehr vielleicht. Also das andere war wie neu, also als ob das nie benutzt wurde. Aber die Edition, die ich hatte, ist hier genauso. Und wie viel sie vom optischen einen Tick besser. Und dann habe ich es ausgetauscht. Wie gesagt, gab es für 1 Euro. Und da sage ich dann auch nicht nein. Ja, das war die Sonntagsausbeute. Ich müsste normalerweise sagen, das war's, liebe Leute. Ich trinke noch auf euch einen Schluck Tee. Ach, ich habe irgendwie mit der Stimme so ein bisschen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mir einen Tee. Ja, aber das war es natürlich nicht mit Flohmarkt. Und zwar, ich hatte es kurz angedeutet, am Samstag war diesmal auch 2 Flohmärkte. Im Endeffekt hatte ich nur mit einem gerechnet, die gingen alle ab 13 Uhr los. Das sind so ein bisschen 2 Dorfflohmärkte bei mir in der Nähe gewesen. Den einen hatte ich auf meiner Liste, da wollte ich auch gern hin. Ich wollte schon immer, der findet einmal im Jahr statt und ich habe ihn beim letzten Mal verpasst, um einen Tag. Ich hatte nämlich gedacht, der ist Sonntag, wie jeder Flohmarkt war sonst bei mir, aber der ist Samstag. Diesmal war ich da, ist aber auch so ein Familienflohmarkt, deswegen war auch ganz unterhaltsam. Da habe ich auch ein paar Sachen gefunden und die sind jetzt leider gemischt von den Flohmärkten. Beim dem zweiten, da wo ich da war, habe ich was gefunden, aber nicht ganz so viel. Genau, ich werde euch aber auch jeweils sagen, was ich bei welchem Flohmarkt gefunden habe. Das war das zweite Flohmarkt. Und das andere war beim Musikfestival, ist immer in einem Dorf, im Jahr. Also einmal, es gibt 2 Flohmärkte dort in dem Dorf. Einmal ein Flohmarkt, wo man von im Dorf gesamt verteilt, das hat jeder vor seiner Haustür. Und einmal im Jahr, wenn die ein Musikfestival haben, direkt am, ja, wie kann man sagen, Zentrum. Mitten im Zentrum, da ist dann ein Flohmarkt und da sind so 30, 40 Stände. Ne? So, da kann man sagen, mehr ist es nicht. Da waren wir auch, der fing auch um 13 Uhr an. Und da habe ich noch zufällig, mir fiel das nämlich an dem Morgen ein, Mensch, da ist doch bald dieses Festival. Wann findet das denn statt? Und ich gucke nach, oh, genau heute. Da sind wir auch als erstes hingefahren, also zu dem Festival-Flohmarkt nenne ich ihn mal. Und das war auch eine gute Entscheidung, denn da habe ich die meisten, ja, kann man Schnapper sagen? Ich habe ein bisschen Schnapper gemacht, kann man wirklich sagen. Auch ein paar ungewöhnliche Sachen gefunden. Aber ja, aber man kann sagen, ich habe da ein paar coole Sachen gefunden. Genau, kann man wirklich so sagen. Und aber da ich das jetzt hier zusammen noch gepackt habe, werde ich das ein bisschen getrennt zeigen. So, den Anfang vom Familienflohmarkt, sage ich mal, dem zweiten Flohmarkt, macht ein Magnet, ein Kühlschrankmagnet, und der wird mich auch verlassen, weil der ist für eine gute Bekannte, die Snoopy-Fan ist. Snoopy gab es für 50 Cent. Ja, stellen wir mal dahin. Na, jetzt liegt er. So ein etwas älterer, ist auch, glaube ich, steht da ein Datum drauf. Diese Kühlschrankmagneten. Doch, steht drauf. Aber gerade schwer zu lesen. Na, irgendwas mit 2000. Also auch um die 2000 müsste das sein. Also in dem Sinne ist das auch schon seine, so, 20 Jahre alt. Ja, so sieht es auch aus. Aber für 50 Cent nehme ich das gerne mit. Snoopy finde ich in letzter Zeit seltener. Dabei gibt es so viel Material. Und ich soll mal die Augen offen halten. Das war jetzt mal eine Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Dann noch eine Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Da habe ich 1,50 Euro für bezahlt. Ich habe es eigentlich nicht mitgenommen, weil ich es direkt sammle. Aber einfach, weil es so kultig ist und man irgendwie damit aufgewachsen ist. Stammt aus dem Jahre, ja, 1957, also richtig alt, das ist so noch lange vor meiner Zeit. Ja, Wahnsinn, ne? Hier steht 1957,
Tienemann Verlag. Ich meine, das kann auch das Copyright sein, aber ich glaube schon, dass es aus der Zeit ist. Und zwar ein Quartettspiel von der kleinen Hexe. Ein Kinderbuch, sage ich mal. Ob es noch so heute Kinderbuch gehandelt wird, weiß ich nicht. Aber damals in meiner Kindheit, 80 Jahre, war es immer noch ein Kinderbuch. Das ist so ein schönes Quartett, wo Bilder aus dem Buch, es gab da auch Zeichnungen und ein bisschen Text. Ja. So, das fand ich so kurios. Und deswegen habe ich das einfach mitgenommen. Ich gucke gerade, ob noch mal was anderes mit dem Datum. Nee, hier nur auf der Rückseite vom Cover, das ist da reingeklemmt. Seht ihr, 1957. Das heißt, das ist schon weit über 50 Jahre alt. Hätte ich nicht gedacht. Die Hülle sieht auch noch sehr gut aus. Für das Jahr. Ja. Ja, ganz anders als vom Captain Future hatte ich auch so eine schöne Hülle. Die ist mir zerbröckelt. Die ist gebrochen, das Plastik. Deswegen habe ich es leider nicht mehr. Das Quartett selbst ja, aber keine schöne Hülle mehr. Ja, aber wie gesagt, das fand ich ganz witzig. Irgendwo sieht man ja auch nicht alle Tage. Ne? Deswegen habe ich gedacht, nehme ich es mit. Ja, ansonsten habe ich mitgenommen eine Videokassette. Das ist jetzt im Bereich Film gehe ich jetzt. Da habe ich bei dem Festival-Flohmarkt eine Videokassette gefunden. Die hat mich 1 Euro gekostet, habe ich auch mal mitgenommen von Fred Feuerstein. Hier steht, was steht da? Verhängnisvolles Wochenende. Ist 25 Minuten lang, also wahrscheinlich nur eine Episode. Ja. Aber sowas ist schon seltener zu sehen und dann nehme ich es auch mit. Ansonsten gab es nur noch einen Film, der hat 2 Euro gekostet, hat mein Bruder mal gekauft. Hatten wir jetzt nicht auf DVD. Haben dann wohl nur ein paar auf DVD, aber keinen auf Blu-ray. Es handelt sich um die Ice Age Collection, Film 1 bis 5. 5 Filme für 2 Euro. Ja, und so haben wir die jetzt komplett. Wir hatten bisher immer ignoriert, wenn wir sie einzeln gefunden haben. Jetzt haben wir sie komplett. Und das für nur 2 Euro. Da kannst du echt nichts. Kann man nichts sagen, ne? Das ist so echt günstig. Die schöne England-Tasse von Mickey Mouse habe ich auch mal auf Flohmarkt gefunden. Auch wenn der Griff hier geflickt wurde, aber einfach nur schön. Ich liebe England. Bin gerne immer da gewesen im Reisen. Ja, fange ich an schon mit dem coolen Ding? Ich fange schon mit coolen Ding an. Also ich fange schon mit einem Highlight an. Ich habe es jetzt hier in diese Kiste gepackt. Und zwar lag da auf einem Tisch lagen Masters of the Universe Figuren. Ja, hier, so wie hier, den Ram-Man. Da lag ein ganzer Haufen Figuren, sind alle im gebrauchten, gespielten Zustand. So, und hier fehlt ja auch die Axt, also Zubehör war gar nicht dabei, sind alles gespielte Figuren. Und dann habe ich überlegt, ich bin ja kein Masters-Sammler in dem Sinne, aber Vintage weiß ich schon, man findet sie seltener. Gut, nimmst du mit oder nimmst du nicht mit? Ich sage auch gleich auch warum, weil nicht jede Figur, ja, die meisten Figuren waren zwar da, aber auch nicht irgendwie heil, sagen wir es mal so rum. Sind alle gespielt worden und ich habe überlegt, nehme ich sie mit, denn ja, ich zeige euch das einfach mal. Erstmal die heilen Figuren. Ich habe hier einmal einen Ram-Man. Ne? Funktioniert sogar noch. Also, Ram-Man, der ist schön heil. Genauso wie hier ein, aber wie gesagt, zubehörlos. Ein zwar ausgeleierter, aber das funktioniert noch. Mit Gummikopf ein Stratos. Auch nicht schlecht. Faust, Daumen, alle Finger da. Auch hier alle Finger. Also der ist noch völlig in Ordnung. Wie gesagt, nur ohne Zubehör. Dann habe ich hier einen, weiß ich überhaupt nicht, wie der heißt. Der funktioniert auch noch, auch wenn er sehr ausgeleiert, Bespieltheit ist. Mit Rädchen, hier kann man ihn drehen. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Ich kenne mich kaum mit aus. Ein paar Namen habe ich drauf und das war es auch. Hier ist aber das Hologramm noch sehr gut drauf und die Figur ist, wie gesagt, heil. Und den ganzen Lot, den ich jetzt hier sehe, man wollte eigentlich 5 Euro pro Figur haben und ich sage, nee, die sind teilweise bespielt. Ich zeige euch das hier zum Beispiel. Da ist auch der Arm wirklich abgebrochen von dem. Hier fehlen auch die Flügel hinten von dieser Wespe. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Ihr könnt sehen, er ist ziemlich bespielt. Und ich habe mir gesagt, also komm, ich kann es mitnehmen. Ich kenne ja durch die Toyplosion, wo ich war. Schönes Video übrigens, ne, kann ich hier verlinken. Ne, solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist eine mega Veranstaltung gewesen.
Ja, weiß ich, dass eben halt auch viele die Custom-Made machen, also sprich neue Figuren schaffen. Vielleicht ist da was dabei. Die Beingummis sind vielleicht hier schon auch porös, das weiß ich nicht. Funktion ist noch da und es gibt ja Leute, die können das reparieren oder so, dachte ich mir, hier ist noch ein Gummikopf. Wer weiß. Na, und ich kann es nicht liegen lassen, das ist so vintage und so weiter. Ja, genauso wie hier, da weiß ich auch noch, wir sind ein Roboto. Der funktioniert auch noch einigermaßen. Kann man drehen noch und dreht sich auch da drin. Aber eben halt kein Zubehör. Alle Finger sind noch da, funktioniert auch. Die Beine sind ausgeleiert, das merkt man. Die stehen seitlich ab. Ja. Und ja, dann eine Figur, die ich eigentlich recht cool finde. Und zwar hier diese Stone da oder wie auch immer die heißen. Die auch die Krankheit haben die, der Zeit. Denn diese Beschichtung für die Felsenteile, die sind leicht klebrig geworden. Aber eine Figur, die heil ist, die mir auch ganz gut gefällt. Eine, die ich persönlich als einziges auch selbst behalten würde, weil es ist so eine Art Steintransformer. Das muss man ja sagen. Die sind auch im ganz anderen Rahmen einfach als die normalen Figuren. Naja, und dann habe ich hier noch eine Menge Figuren, die nicht mehr ganz sind. Entweder sind die Arme ab, die Beine sind alle ab, aber sie sind noch vollständig da. Also hier habe ich jetzt, glaube ich, das ist Fistorm. Ihr seht, hier habe ich, glaube, Webstorm müsste das sein, auch mit Gummikopf. Hier sind aber auch die Hände noch alle top. Die Füße habe ich auch hier, die sind hier da, aber die Beingummis haben sich halt gelöst. Die müssten ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da bin ich kein Profi. Ja, ihr seht es. Die Beingummis, deswegen lasse ich die auch hier drin, die Figuren. Hier ist übrigens noch der zweite Arm von dem Bienentyp, den ich jetzt nicht namentlich so kenne. Ich kenne schon einige, ne, aber nicht alle. Buzz off heißt er, genau. Aber wie gesagt, hier fehlt auch die Faust von Fistorn. Hier sind die Finger, sind schon ziemlich maröde. Oh, der Kopf sieht noch gut aus. Ist auch ein Gummikopf. Ich sag ja gerade, für Bastler wahrscheinlich interessanter. Das gab hier den Webstore. Dann ist hier noch ein Stinkor. Auch alle Finger noch dran. Farbabrieb, klar, fehlt natürlich auch so ein bisschen Gummikopf. Könnt ihr sehen, Beine sind dabei. Und hier habe ich einen Hordak. Auch alle Finger noch dran. Selbst das Feature funktioniert, aber eben halt unvollständig. Wie es so typisch ist zum Spielen. Sieht doch ganz gut aus, gar nicht so viel Abrieb, muss man echt ehrlich sagen. Ja, Beine wieder ran, vielleicht ist das wieder besser. Ich bin jetzt nicht der Experte. Ich werde vielleicht mal einen Experten fragen, der mir da vielleicht weiterhelfen kann, um das wieder ranzumachen. Vielleicht lohnt sich das. Ansonsten sehen die ganz gut aus. Ja, also das werde ich jetzt auch nicht weiter auf den Tisch stellen. Aber ja. Ich habe es für 20 Euro. Ich habe 20 Euro runtergehandelt, habe gesagt, komm, für 20 Euro, 15 war mein Angebot, für 20 das Gegenangebot. Ja, und dann habe ich diesen ganzen Lot. Ich mache jetzt nochmal das Foto, was ich gemacht habe. Oder das ich vorab schon mal, um zu meinen Kollegen zu zeigen. Den Bürgermeister, der ein bisschen größerer Experte ist als ich. Er sagt aber auch, 20 Euro ist ein ganz guter Deal für den Ganzen. Ich werde die natürlich nicht behalten. Ich gebe sie wieder in gute Hände, denke ich mal, ab. Ich werde schon mal überlegen, ob ich vielleicht da jemanden erstmal noch beauftrage, da hier und da bei den Figuren die Beingummis auszutauschen, damit man die vielleicht ein bisschen optimaler abgeben kann. Ne? Ich denke mal, das ist vielleicht das Bessere. Auf jeden Fall 20 Euro. Was sagt ihr? Bitte in die Kommentare mal rein. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, 20 Euro hätte ich auch dafür bezahlt. Denn einzeln, wenn man so sieht, die Vintage, ich habe es ja auch gesehen, so 10 Euro, wie der auch gesagt hat, 5 Euro je Figur, wird ja teilweise bezahlt, nur dann müssen sie natürlich alle dran sein. Das ist ja dann Vor- und Nachteil. Dann immer das Ganze, aber hättet ihr das liegen gelassen? Das meine ich. Schreibt mir es in die Kommentare, was ihr zu diesem Lot sagt. Und jetzt sehe ich noch vom ersten Flohmarkt, von dem ich vom Sonntag, habe ich doch noch ein Buch vergessen. Gab es für 1,50 Euro. Basil der Mäusedetektiv, so ein Buch von 86, glaube ich, also direkt zum Kinofilm raus. Hier mit den schönen Filmbildern, richtig schön. Mag ja diese Art Disney-Bücher. Ja, das war noch das Letzte, was ich von dem Flohmarkt hatte. Gut, ihr seht, ich habe
viele Sachen und es kommen jetzt gleich noch richtig coole Sachen. Also es ist ja nicht so, dass ich gar nichts gefunden habe. Ihr seht ja, Masters-Figuren habe ich schon lange nicht mehr gefunden und ich bin ja wirklich kein Master-Experte, aber beim letzten Mal gab es Masters zu finden, da war ich ja schon begeistert. Jetzt Masters, was ist nächste Woche dran? Das wäre ja das Spannende, dann ich kann mich steigern. Ach, keine Ahnung. Das ist ja auch immer eine Überraschung für mich selbst. Und dann hat man echt ein paar coole Sachen. Und ich sage ja nicht, dass man keine uncoole Sachen gefunden hat. Ja, okay. Weiter geht es. Was haben wir noch gefunden? Jetzt gehe ich mal weiter. Und zwar, ich gucke gerade den Rest vom Familienflohmarkt. Auf dem Familienflohmarkt habe ich noch eine Sache gefunden, bevor ich alles zu diesem Festivalflohmarkt komme. Und zwar gab es auf dem Festivalflohmarkt, ich gucke gerade, habe ich noch irgendwo was vergessen? Nein, das ist wirklich alles. Weil ich will ja stückchenweise erstmal Toys. Toys habe ich jetzt nichts mehr. Kommt noch Games und es kommen jetzt Hörspielkassetten. Und zwar auf dem Familienflohmarkt habe ich dann eine Kiste mit Hörspielkassetten gefunden. Da habe ich dann gefragt, was will man denn dafür haben? Und dann hieß es, der ganze Karton 5 Euro. Gut, dazu muss ich sagen, es war viel Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Was waren rein die Kassetten? Zwar in Höhlen, aber keine Cover. Und ich habe da jetzt nichts zum Abgeben. Es war auch nichts Besonderes dabei. Ich suche ja, wenn, nehme ich ja ganz gerne mit diese Doppel-CDs von den Bertelsmann Clubs und so weiter. Habe ich aber nicht genommen. Habe aber trotzdem 6 Stück gefunden. Seht ihr hier. Die, ja, wo ich gesagt habe, die nehme ich mit. Und dann fragte ich, was will man dafür haben? Und sagte man 1,50 Euro. Ja, 1,50 Euro, 6 Kassetten. Da sage ich da nicht dazu. Hier zwei, mache ich mit Anastasia zum das Hörspiel zum Animationsfilm. Großartiger Animationsfilm übrigens. Teil 1 und Teil 2. Ist auch schon eine etwas neuere Auflage. Man merkt das eben halt an den durchsichtigen Kassetten. Aber sehr schöne Hörspiele und auch eben, wie gesagt, großartiger Animationsfilm. Und ja, dann nehme ich das dann auch gerne mit. Dann 2 Kassetten, auch Film, kann man sagen. Und zwar einmal Free Willy 2 und Free Willy 3. Fehlte eigentlich Free Willy 1, aber der war nicht dabei. Dafür war dabei Nummer 5 von Bugs Bunny und seine Freunde. Habe ich so noch nie gefunden. Lustige Abenteuer mit Speedy Gonzales und der Buffalo Bande. Das ist jetzt hier so eine schöne Areola Express Kassette. Ist von wann ist das denn eigentlich erschienen? Ist auch schon etwas älter, muss man dazu sagen. Das ist von 83. Ja, seht ihr, es hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. 83. Dann sind sie auch so in dem Zeitraum, wo auch meine Tim und Struppi Kassetten rausgekommen sind, also richtig cool. Und eine Serie, die ich kannte, es gibt auch Actionfiguren davon, Antimorphs, die Besucher von Ramsburger. Ich finde richtig cool, seht euch das an, die Bedruckung der Kassette sieht richtig cool aus. Ja, sieht man seltener und ja, das Hörspiel zur Top-Abenteuer-Serie, ich weiß gar nicht, ob es eine Serie gab, auf jeden Fall weiß ich das für an Figuren, die wie Transformer-Figuren, also da konnten sich dann Menschen in Tiere verwandeln. Also eine richtig coole Serie eigentlich, aber ja. Naja, ich habe mir gedacht, gehören zu Transformers, aber war nicht so. So eine Ablegerserie von Beast Wars, weil es so ähnlich aufgebaut war, als die Actionfiguren rauskamen. Aber gut, wie dem auch sei, die Bereich Kassetten gab es. Ja, und dann habe ich noch Hörspielkassetten eben halt auf dem Festivalflohmarkt gefunden. An 2 Ständen eigentlich habe ich mitgenommen. Bei dem ersten Stand oder bei einem Stand, da hat er richtig viel altes Zeug da, aber ich bin jetzt nicht ein Freund von Lederstrumpf und Moby Dick und was war das noch? Ja, das war so der Dreh. Aber ich habe trotzdem 3 Stück gefunden, die älter sind und ja, die ich schon cool finde, 50 Cent pro Stück, 1,50 Euro habe ich gerne hingelegt, habe ich einmal hier die Pizzabande Nummer 3, ein Geist mit nassen Füßen aus der Reihe von Schneiderton, wohlgemerkt, es gibt auch von Europa welche, ich weiß nicht, ob es die identischen Hörspiele sind,
könnte mal kurz drauf gucken, ob da von Heike-Dine Körting, denn die hat die damals mitgemacht. Nee, ist es nicht. Regie ist jemand ganz anderes. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Hörspielreihen. Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, sehr guter Zustand. Ein Geist mit nassen Füßen oder Computerdiebe. Was für ein schöner Titel. Wie gesagt, 50 Cent. Dann ein Spiel, auch richtig Kultspiel von 1900. Oh, jetzt gucke ich. Also auch, das ist jetzt die nächste Mal sind von Europa. Hier steht leider nicht mal ein Datum dabei, ist eigentlich schade. Aber es ist 80er Jahre oder Anfang der 80er. Das war damals wirklich nicht so drauf. Es stand immer nur alle Urheberrechte da, aber kein Datum. Und zwar Krieg im All. Ein richtig altes Hörspiel, gibt es auch auf LP. Und sieht man ganz selten, ich habe es eigentlich noch nie gesehen, gibt es auch wohl eine andere Sache. Steht hier ein Datum. Steht hier ein Datum. Ach, 76. Von 76, auch von Heike-Dine Körting. Ich gucke gerade mit Lutz McKenzie als Bekannter. Auch ein paar andere Sprecher, die man sicher bei den drei Fragezeichen auch später nochmal gehört hat. Aber es passt wirklich. Hier haben wir Rätsel um die grüne Hand von Enid Blyton. Sieht man selten. Richtig cool. Gibt auch noch eine zweite Folge, wie hier stand. Rätsel um den geheimen Hafen. Ja, später haben die ja die fünf Freunde gemacht. Und ich fand das richtig cool. 50 Cent, da kann man auch dann nicht widerstehen. Ja, und dann war ich eigentlich auf dem Rückweg, denn ich überlege gerade, bei der die Masters-Figuren verkauft hat, das war ja ein erwachsener Vater, der sozusagen seine Kindheit verkauft hat, der hatte aber ein paar Stände weiter seine Kinder stehen. Das wusste ich natürlich nicht, ich bin später gekommen. Ich war da schon mal einmal vorbeigegangen, da hatte dann ein, ja, junger Erwachsener rumgeblättert, hat zwei Turtles-Kassetten rausgezogen. Ich dachte, okay, komm, auf den ersten Blick habe ich da nichts weiter gesehen. Die Turtles-Kassetten waren, glaube ich, 2 € pro Stück, also ein richtiger Schnapper, kann man auch gratulieren. Naja, und ich dachte mir, da finde ich da nichts mehr. Aber ich bin dann später nochmal hin und oh, sind doch ein paar Kassetten dabei, die echt ungewöhnlich sind und interessant sind. Auch ein paar Doppelte dabei, seltsamerweise. Aber wie gesagt, ich war dann am Gucken und dann kam auch der wieder her, freute sich auch, oh, Mensch, du hast doch noch was bei mir gefunden oder bei meinen Kindern. Ne? Und dann fragte ich so, was wollt ihr für die Kassetten haben? Ja, so durchschnittlich war das wohl 1 € pro Stück. Stück, abgesehen von 2, 3, die sollten 3 € das Stück kosten. Ich habe jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kassetten und habe 15 € für bezahlt. Das kann man so machen, das ist ein ganz guter Schnitt. Ja, also, was habe ich denn mitgenommen? Das waren richtig interessante Sachen. Ich muss das mal ein bisschen aufteilen, weil das sind schon verschiedene Arten. So. Also, fangen wir an. Ich hatte Lego. Lego-Hörspiele da. Lego-Hörspiele sieht man seltener auch und sollen ja auch recht gut sein. Die Lego-Hörspiele, ich gucke gerade, sind jetzt hier von 98, also auch schon 20 Jahre alt. Diese jedenfalls hier, die Jagd nach dem Pharaonenschatz. Richtig cool. Und mein Bruder hat gleich gesagt, die will ich auch behalten, die Lego-Sache. Er ist ein großer Lego-Fan. Ihr wisst das ja von unseren Pickups, da lohnt sich das. Und dann, ja, war noch eine andere Serie, und zwar gibt es nur 3 Hörspielkassetten zu dieser Reihe, und zwar von der Lego Time Cruiser Serie. Und ihr werdet es sehen, das ist eine richtig kurios. Warum ich sortiere jetzt hier ist so. Also, Teil 1 gab es einmal. Ja, gab es einmal Teil 1. Teil 2 war gleich dreimal dabei. Ich habe gleich alle mitgenommen, weil sie so selten sind und dachte ich mir, vielleicht gibt es noch ein paar Freunde, die sich interessieren. Mein Bruder wird sich das Beste raussuchen, denn hier unter anderem ist einmal sonnengebleicht. Ansonsten, nur wie gesagt, Time Cruises. Es gab auch Spielzeug dazu von Lego. Es war wohl so eine Serie, wo man ein bisschen mehr versucht hat zu experimentieren. Ein bisschen crazy Fahrzeuge sind das, so ein bisschen bunt zusammengebaut. Ja, ganz lustig. Also wie gesagt, 3-mal die Nummer 2 und 2-mal die Nummer 3. SOS aus der Vergangenheit, genau, die heißen einmal, die Nummer 1 heißt Testflug TC-13, Nummer 2 heißt Unternehmen Cybercom
Und Teil 3 heißt SOS aus der Vergangenheit. So, hier zeige ich es nochmal. Ja. Sieht man ja alle Tage, also haben wir sie mitgenommen. Genau. Die kurioseste Kassette war wahrscheinlich für mich, weil es mehr Jugendzeit ist, von Dinotronic. Ist das Dinotronic? Von Dino, wie dem auch sei. Dino Music. Richtig cool, wo ein Saurier drauf ist. Kann nichts verkehrt sein. Ja, ist wahrscheinlich mehr Kindheit. Es ist irgendwo lustig, weil ich bin ja schon bei den Schlümpfen. Habt ihr ja gesehen, hier mit den Sachen. Und passt perfekt dazu. Neue Lieder aus dem Schlumpfenland. Vater Abraham und die Schlümpfe. Ja, konnte ich nicht widerstehen. Ist so ein bisschen Jugendzeit. Ich fand es lustig, auch das Cover gerade mit den coolen Schlümpfen. Jetzt muss ich fast husten, also trinke ich lieber noch mal einen Schluck. Ja, Papa Abraham, Vater Abraham und die Schlümpfe. Es war ja ein holländischer Sänger, inzwischen leider verstorben. Gehört habe ich die Musik in meiner Kindheit. Jugend will ich nicht ganz sagen, da war ich wirklich Kind, weil die... Der hat einen riesen Hit damals in der ZDF-Hitparade, das habe ich natürlich auch geguckt. Und es war schon witzig, ich weiß gar nicht, es ist jetzt hier 91 erschienen, das ist ja schon etwas Neueres dann. Aber ich fand es lustig, wie gesagt. Und in dem Sinne, ich glaube, das sollte 1 Euro kosten. Da habe ich dann auch das mitgenommen. Gut, und dann gab es noch ein bisschen Disney-Stuff. 4 Kassetten habe ich jetzt hier noch, und zwar einmal auch in der schwarzen Auflage, beide wohlgemerkt. Einmal Basil, der Mäusedetektiv, der große Mäusedetektiv, passt natürlich perfekt hier zu dem Buch, was ich heute gefunden habe. Dann habe ich gefunden, auch richtig interessant, sieht man auch selten, Dumbo 7, Folge 17, die Jagd nach dem Glückstaler, Dumbo und Dagobert Duck. Ja, auch schon etwas älter, die Serie ist auch, wann ist sie denn? Von 98, also auch schon 30 Jahre alt. Cool, sieht man auch seltener. Und 2 Kassetten von Chip und Chap, Ritter des Rechts. Und zwar einmal die Nummer 2 und die Nummer 3. Ja, seht ihr, ich dachte, da liegt nichts mehr nach den Turtles, die da weggeschnappt wurden. Und dann finde ich noch diese coolen Kassetten. 15 Euro habe ich bezahlt. So, ich habe die hier alle in so einen Karton gepackt gehabt, damit die, damit das passt irgendwo. Genau, und was sagt ihr? Paar coole Sachen dabei, auch das schreibt mir in die Kommentare. Ich meine, das macht immer Spaß, mit euch darüber zu reden, was man so gefunden hat. Genau, und dann habe ich noch ein paar Games gefunden. Ja, wir haben auch Computerspiele gefunden, und zwar alle, aber auch nur auf dem Festival-Flohmarkt. Da habe ich als erstes gefunden für 2 Euro The Italian Job für PlayStation 2, auch komplett, auch im guten Zustand. Ist ein Autorennspiel nach dem Kinofilm. Hatten wir noch nicht in der Sammlung, merkwürdigerweise, obwohl wir ihn schon irgendwie ein, zwei Mal gefühlt gefunden haben. Aber gut, von Eidos ist der hergestellt. Jetzt haben wir ihn auch in der Sammlung. Hier steht ja auch nochmal das Spiel zum aktuellen Kinohit von Paramount. Ja, kann sich sehen lassen. Also, es ist kein schlechtes Autorennspiel sein. Ja. Dann war ich beim Stand, da hat ein Jugendlicher seine Games verkauft. Da waren PlayStation 4 Spiele. Aber bevor ich die Spiele richtig durchgeguckt habe, weil da war zum Beispiel auch ein Spider-Man für PlayStation 4. Gut, da gibt es jetzt die Remastered-Version. Dann eine Menge Xbox One. Aber da war jetzt nichts dabei, was mich jetzt bei Xbox One, obwohl ich muss sagen, ich habe die Xbox One-Spiele nicht wirklich kontrolliert. Aber egal. Ihr wollt 5 Euro, 5 bis 7, 8 Euro pro Spiel haben. Wie dem auch sei. Das Erste, was ich aber gefunden habe, war was ganz anderes, das hatte mit Games nichts zu tun, und irgendwie habe ich das aber auch nicht für mich, weil ein Freund von mir ist großer Batman-Fan, und ich habe jetzt hier gesehen, diese coole Mütze, die ist neu, die ist eigentlich nur gelagert worden, hat hier so ein paar, eine Lagerspur hier an der Seite, ansonsten ihr seht den Aufkleber noch da, mit schön mit diesem Logo und so weiter. Naja, und ich habe so auf gut Glück mitgenommen, was willst du dafür haben, wollte 6 oder 7 Euro auch haben. Hat er aus Spanien mitgenommen, aber war nicht sein Ding, stand bei ihm nur rum. Ja, und ich dachte, komm, für einen Freund von mir, weil der gerade dieses Batman-Logo so mag, als weiß von dem Tim Burton-Film ist. Ja, nehme ich mit. Ist auch im sehr guten Zustand eigentlich alles, also ist sehr gut gemacht. Ein bisschen Datum. Noch gar nicht geguckt. Auf jeden Fall ist das alles im sehr guten Zustand. Da ist ein Copyright. Da ist ein Copyright.
Limited United Kingdom, ist in England hergestellt worden. Nee, kein Datum. Leider kein Datum. Hier ist nochmal ein Batman-Logo in der, im Innen drin. Na, wie dem auch sei. Also er wollte dafür 5er haben. Oder ich hätte es auf 5, glaube ich, hat er dann so gesagt. Okay, war eine Überlegung. Dann habe ich geguckt, seine Games, und dann fiel mir ein, dass Assassin's Creed da liegen hatte. Und den Anfang, ich habe es jetzt hier in einer Schutzfolie, das nehm ich, die nehme ich aber für euch, nehme ich das Spiel hier nochmal raus. Lag da ein Steelbook, Assassin's Creed Origins im Steelbook. Lag da, richtig cool. Auch so richtig alles drin, also wirklich alles. Es gibt auch gar kein Sleeve, glaube ich, wo PlayStation 4 draufsteht. Mit der Rückseite. Das ist die Limited Edition von Assassin's Creed Origin. Und dafür wollte er 7 Euro haben. Und ich habe noch mitgenommen, also ich packe jetzt erstmal meine Schutzhülle wieder rein. Aber will ja nicht, dass es kaputt geht, weil das ist echt schön, sehr schöner Zustand. Auch wie neu. Also es ist wohl gespielt worden, aber ein echt ein Top-Zustand. Kann man wirklich nichts dazu sagen. Ich habe extra noch Schutzhüllen für PlayStation gekauft und gerade die Steelbooks, ich habe es noch nicht zugeklebt, das wird aber noch, ne, wie gesagt, schönes Teil. Und dafür wollte er 7 Euro haben und dann hat er noch liegen von Assassin's Creed Origins, nee, nicht Origins, The Ezio Collection, das ist Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations, das ehemalige PSP-Spiel, auch alles top. Ja. Und dafür wollte er 5er haben. So, und ich habe das jetzt alles für 15 Euro bezahlt. Und das, was ich nicht wusste, ich habe das Steelbook auch einfach so mitgenommen. Ich wusste nicht, dass in dem Zeitpunkt, dass es die Limited Edition ist. Und diese Limited Edition geht weit über 50 Euro, weil dieses Steelbook so gefragt ist. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Habe damit eigentlich, kann man sagen, einen kleinen Schnapper gelandet. So. Und es gibt noch einen Deal. Dann sind wir auch schon durch mit den Flohmarkt-Pickups für heute, den ich gemacht habe. Und zwar gingen wir dann von dem Festival-Flohmarkt weg, weil wir wollten ja zu dem Familienflohmarkt dann auch. Und ein Stand hatten, während wir, als wir gekommen waren, also wir waren pünktlich zu Beginn um 13 Uhr da oder sogar eine halbe Stunde vorher, der hatte noch aufgebaut. So, es waren ein paar junge Mädels, da habe ich dann nicht mit nichts gerechnet. Naja, und dann sehe ich da Xbox 360 Games. Und zwar lagen da genau 6 Stück. So, diese 6 Stück, die ich jetzt hier habe, ja, ich sah, das sind 18er Titel dazwischen und PEGI-Dinger und dachte, na gut, ein, zwei fand ich interessant in dem Moment. Fragte, dann bin ich mal neugierig und fragte, ja, was möchtest du denn pro haben? Was möchte man für die Spiele denn haben? Ja, ich möchte 3 Euro pro Stück. Gut, 3 Euro ist in Ordnung. Aber wenn du alle nimmst, nur 10. Okay, 6 Stück, 10. Ja, warum nicht? Habe ich gesagt, komm, kriegst einen 10er von mir, nehme ich alle mit. Spiele sind auch alle drin. Und ja, für 10 Euro habe ich dann 6 Spiele, indirekt sogar 7 Spiele genommen. Weil es eine ist eine mit 2 Spielen drin, eine preisgekrönte Combo. Ja, also wie gesagt, ich habe 10 Euro für diese 6 Spiele in einem sehr guten Zustand mitgenommen. 2 davon sind mit PEGI-Logo, wenn ich das richtig sehe, genau. Ja, sind vollständig, sind gespielt worden, aber eben halt wie hier bei GTA 4, die Karte ist auch dabei. Aber man merkt, dass sie aufgeklappt wurde. Ja, wie gesagt, der Titel ist dabei gewesen. Also wie gesagt, sagt mir auch 10 Euro für die 6 Spiele. 7, wenn man es genau nimmt. Denn dabei war auch ein Far Cry 3. Das ist jetzt die Bestseller-Edition, aber ein großartiges Spiel. Dann gab es da diese preisgekrönte Kombo mit Bioshock und Elder Scrolls 4 Oblivion. Auch alles dabei, also die Karte, die Handbücher, alles top. Also 2-3 Fingerabdrücke waren drauf auf den Disc, das war's. Wo Bioshock 1 ist, darf Bioshock 2 nicht fehlen. Hier schön in dem ein bisschen Hochglanzcover. Ich finde es richtig cool. Auch dieser Effekt hier mit der kaputten Glasscheibe, sehe ich jetzt erst richtig, das sieht richtig gut aus. So als ob die Hülle gesprungen ist, also das ist wirklich klasse, das kann man vielleicht hier so sehen. Genau, die beiden, alles beide top.
Und dann war hier noch Medal of Honor Tier 1 Edition. Das ist jetzt die Piggy-Version. Hat auch englische Texte. Könnte die Uncut-Fassung sein. Und genauso, und das könnte sogar die Uncut-Fassung sein, die Piggy-Version von Call of Juarez. Richtig cool. Also ist auch alles dabei. Handbuch. Und das ist ja auch, hier steht Englisch hinten drauf. Ja. Ich glaube, die englische Fassung ist ein bisschen gefragter hier als die deutsche. Ja, und die 6 für 10er, was sagt ihr? Hättet ihr mitgenommen? Ich habe es jetzt gemacht. Ja, und jetzt kann ich nur sagen, das war's. Liken, teilen, abonnieren, das fange ich schon mal an. Und ja, kommentieren. Ich möchte ganz gerne mit euch schnacken. Was war da euer Highlight? Sagt ihr, die Actionfiguren 20 Euro für Masters Stuff in dem gebrauchten Zustand, bespielten Zustand? Hat sich's gelohnt? Die Games 10 Euro, das, die 6 Stück, hättet ihr auch mitgenommen? Die Hörspiele, was ist da euer Favorit? Oder überhaupt, sag mir, was ist euer Highlight hier? Also technisch gesehen, von dem wertvollsten muss ich sagen, ist das der größte Schnapper. Ja, ansonsten ist das echt geil. Das ist ein total kunterbunter Fund. Von allem was dabei. Jo, kann ich nichts sagen, ne? Einfach cool. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich habe ein bisschen mit euch geschnackt darüber, ein bisschen in Ruhe euch das gezeigt. Und ja, während ihr noch, ich meinen Tee austrinke und ihr jetzt sozusagen noch ein paar Szenen seht, mit dem Überblick, was ich so gefunden habe, ja, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Thank you.